wir mal. Well, well. It appears as though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? Ugh, my head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. It's quite a good scheme to get out of work on a Monday, huh? Spare me your jokes. I've already had enough nightmares. You were really in bad shape, man. Down in there? I mean, I wonder what became a Husher. Now that you mention it, I've found a note which... Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine, really. I found this. Apparently, Husher received a music box from an acquaintance of his, a certain Mr. Farber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Farber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business, after everything that's occurred. She may be right, Daniel. I'm sure the police are very close to finding out where Husher is. Do you think the police would have found me? We need to find Husher. I saw the box that Farber describes in this letter, but it wasn't really there. It was as if it were on the other side of... I think we should pay a visit to this Farber and ask him about the music box and Husher. He has a shop in the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Wenn es denn mal so einfach wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird nicht so einfach. Und wenn ich da mir das angucke, die gehen ja schon wieder in Dunkeln hin. Ja, die Straßenlaternen sind an. Und muss das denn sein? Tut das denn wirklich Not? So, wir könnten wieder mit Etienne spielen. Und ich habe ein kleines Problem. Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich habe es wieder verpeilt. Ich habe es verpeilt, hier rechtzeitig mehr aufzunehmen. Und jetzt... stürmt hier Orkan Sabine vor der Tür und ich sitze am helllichten Tage hier im sonnendurchfluteten Zimmer und spiele Song of Horror. Deswegen mache ich jetzt auch nur eine Folge, also 20 Minuten. Und sehe zu, dass ich den Rest heute Nacht dann irgendwie unterkriege, weil zum einen sehe ich nichts. Ja, es ist hier so hell, dass ich sehe, oh, da bewegt sich was Dunkles im Dunkeln. Das war's dann auch schon. Das ist, glaube ich, nicht ideal für dieses Spiel. Zum anderen kommt halt auch nicht wirklich Stimmung auf. Ja? Also, jetzt gucken wir erstmal. Wir haben wieder Charaktere zur Auswahl. Wir sind in Kapitel 2. Wir könnten wieder mit Etienne spielen. Den kennen wir ja schon. Haben wir auch neue Charaktere? Ich kann es nicht mit der Tastatur steuern, ne? Gut, dann mit der Maus. Erika Färber, Alter 24, Lichtquelle, Feuerzeug. Erika leitet zusammen mit ihrem Vater Isaac das Antiquitätengeschäft Färber und Söhne. Während er der Kunstexperte ist, kümmert sie sich um das Geschäftliche. Sie ist immer über jedes noch so kleine Detail des Geschäfts informiert. Ihre Abenteuerlust führt sie um die ganze Welt, stets auf der Suche nach neuen Gegenständen für ihr Geschäft. Erika ist unglaublich aktiv, hat viele Hobbys und lässt ihrer Fantasie bei jeder Gelegenheit freien Lauf. Aber, gut, Gelassenheit ist mega. Meine Lieblingsmusik hilft mir, mich zu konzentrieren, mich daran zu erinnern, wer ich bin. Ja, Gelassenheit ist mega, Schnelligkeit hat sie auch, aber Unauffälligkeit und Stärke sind halt grottig, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass ich mit Erika spielen will, wenn ich es nicht muss. Wen haben wir noch? René Artigas. Alter 37, Lichtquelle, Taschenlampe. Renee wurde zum Polizisten geboren und wird auch als solcher sterben. Er wurde in der Karibik geboren, war aber vor der Polizeiarbeit in seiner Heimatstadt sehr enttäuscht. Von, nicht vor, ich entschuldige mich. Er entschied sich daher, nach Europa zu ziehen, wo er glaubte, dass seine Integrität und sein Pflichtbewusstsein ihm besser dienen würden. Im Holster und gesichert gemäß den Sicherheitsvorschriften.
Ich hoffe, dass ich sie nie benutzen muss. Meine Dienstwaffe. Gut, der hat jede Menge Stärke, Schnelligkeit, Gelassenheit ist auch ganz gut. Das Problem ist, unauffällig kann der gar nicht, ne? Und ich glaube, unauffällig ist so ein bisschen Trumpf auch hier. Daniel Neuer. Ach, guck an. Lichtquelle Taschenlampe, Alter 43. Daniel ist ein Publizist und Ex-Unternehmer, der aufgrund seiner gescheiterten Unternehmungen dem Alkohol verfallen war. Seine Alkoholsucht hat ihm seine Gesundheit, seine Ehe mit seiner Jugendliebe Sophie und sogar sein Zuhause gekostet. Daniel, der seit einiger Zeit nüchtern ist, hat es endlich geschafft, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden und sein Leben langsam wieder aufzubauen. Der hat Durchschnittswerte in allem. Und dann sind wir wieder bei Etienne. Na gut, dann glaube ich, nehmen wir doch mal Erika. Ich hatte nämlich gehört, also dass wir mit dem Daniel später noch spielen können, das wusste ich tatsächlich, das weiß ich schon seit ein paar Tagen. Ich habe aber auch gehört, Daniel ist der Hauptcharakter der Geschichte und wenn Daniel drauf geht, dann müssen wir das ganze Kapitel automatisch nochmal ganz von vorne wieder neu starten, anders als bei den anderen Charakteren, die dann halt tot sind, aber wo wir dann quasi mit dem gleichen Spielfortschritt dann mit einem anderen Charakter an der Stelle weiterspielen dürfen. Noch mal, ob Erika ihren Papa finden kann. Ich glaube ja noch nicht dran, dass wir das wirklich geschissen kriegen. Wir werden Riesenprobleme mit der Tür haben. Wenn wir das Tür-Event kriegen, dann werden wir Riesenprobleme kriegen. Ich weiß es nicht mehr, Linda, Alina, wie auch immer sie hieß, was die da für einen Stärkewert hätte, aber da war das ja teilweise schon echt knapp, ne? Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass das echt knapp war. Wie knapp es tatsächlich war, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie weit die Tür auf sein muss, damit das Ding da durchkommt. Und es wäre mir ehrlich gesagt auch sehr lieb, wenn wir das niemals herausfinden würden. Wenn man diese Wesenheit, haben wir ja noch keinen Charakter verloren, nur an unsere eigene Dummheit. Das ist ja schon mal ein Plus. Aber immer im Dunkeln, ne? Müssen wir das im Dunkeln machen? Aber ja, bis zum nächsten Morgen warten und dann ist gut. 1. Oktober 1998. Da gucken wir erstmal auf die Karte. Außenbereich. Jo. Und ach. Du Scheiße. Das ist ja gefühlt, das ist Areal riesig. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Inventar haben wir unseren Radiokassettenspieler. Glücksbringer, passiv. In meinen schlimmsten Momenten höre ich meine Musik und vergesse die Welt um mich herum. Rock hilft mir immer, den Weg zurückzufinden. Ja, hört ihr den Beat? Man merkt überhaupt nicht, dass ich versuche, irgendwie Zeit zu schinden, damit ich mich möglichst wenig mit den Monstern hier auseinandersetzen muss, oder? Merkt man gar nicht. Nein. Ja gut, das hilft ja alles nichts, ne? Kann man einfach wieder gehen? Natürlich nicht. Bei diesem Wetter möchte ich mich unter einer Decke verkriechen. Wir verkaufen hier alle möglichen Sachen. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken, einen zweiten, spezialisierteren Laden zu öffnen. Können wir an der Tür lauschen? Nein, können wir natürlich nicht, aber sie hat ja auch überhaupt keinen Grund, irgendwie zu verdächtigen, dass da irgendwas im Argen sein könnte. Vater hat die Schlüssel mal wieder im Blumentopf gelassen. Gut, denn ich habe meinen vergessen. Ein alter Schlüssel, gefunden unter einem Blumentopf. Jetzt bereue ich es gerade so ein bisschen, dass ich den so schnell gefunden habe. So eine Scheiße. Es ist der Schlüssel zu unserem Laden. Zumindest dem Schlüssel an der ganzen Folge. Da steht was, tatsächlich. Antiquitäten.
Kann ich das auch irgendwie drehen? Ich finde die Effekte geil. Wenn man so Gegenstände dreht und sowas. Na gut, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, wa? Wichtig ist, dass wir erstmal was zum Verstecken finden, ne? Ach ja, ich muss den Schlüssel ja auch benutzen. Wie lästig. Leute, die Hälfte haben wir geschafft. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin bisher noch nicht zu einem zitternden Wrack. Nervenbündel, wie auch immer, geworden. Hier haben wir so eine kleine Vorkammer, aber hier ist auch nichts zum Verstecken. Ich wollte gerade sagen, hä? Wenn die Räume jetzt abgehakt, wenn wir die abgeschlossen haben, aber nein, das ist die. Ja. Oh, was haben wir da? Das ist ein Gehstock. Der Regenschirm gehört Herrn Roman. Er vergisst ihn immer. Hier, wir können an der Tür lauschen. Und wie Sie hören, meine Damen und Herren, hören Sie nichts. Also hinein. Kapitel 2. Auffallend leise. How weird. It's not like Dad to leave the lights on after closing up. Das ist Licht da an? Gott, ich sehe so gut wie gar nichts. Ach, du Scheiße! Alter, 1, 2, 3, 4, 5 Türen und eine Treppe noch. Leute, ich bin am Arsch. Hier finde ich mich dann niemals zurecht. Aber ich hoffe, die Angriffe, die lassen noch ein bisschen auf sich warten. Ja, dass wir zumindest erstmal so ein bisschen hier an diesem Ort ankommen können, bevor es losgeht. Ich könnte ihn leicht biegen, wenn ich es müsste. Ja, guck mal. Höre ich da im Hintergrund was spielen? Der Deutsche, der uns diese Holzschiffe verkauft, ist über 80 Jahre alt. Ich frage mich, wie viele wir noch kaufen können. Ich versuche, Papa davon zu überzeugen, dass ich diese Masken als Kostüme anbieten darf. Es ist uns gelungen, unsere Kundenbasis zu diversifizieren, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. What the fuck ist das denn? Mit einigen kleinen Reparaturen wäre dieses Teleskop so gut wie neu. Mentale Notiz, ruf jemanden, der einen Blick drauf werfen kann. Der alte Wahrsageautomat. Ich muss eine spezielle Münze einwerfen, wenn ich möchte, dass sie eine Nachricht ausspuckt. Wer weiß, wo diese Münzen sind? Eine Liste der erworbenen Produkte mit einer handschriftlichen Notiz. Okay, gucken wir doch mal. Ich kann sie nicht finden. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich diese verdammte Spieluhr aufbewahrt habe. Ich dachte, ich hätte sie mit dem anderen Gerümpel verstaut. Wo könnte sie sonst sein? In diesem Lagerraum gab es auch einen Kleiderschrank voller eingetrockneter Blutflecken. Wir haben ihn in den Innenhof gebracht und ihn in einen unserer Lagerräume im Keller gebracht, aber wo genau haben wir ihn abgestellt? Ich kann mich nicht einmal erinnern, welche Farbe oder Form er hatte. Was ist los mit mir? Vielleicht kann ich das zurückgebliebene Blut irgendwie sichtbar machen? Ich müsste Luminol besorgen, oder? Das ist zumindest, was die Polizei benutzt. Vielleicht könnte ich so den Lagerraum mit dem Kleiderschrank und die Spieluhr finden. Sebastian hat gesagt, ich soll sie an die ursprünglichen Besitzer zurückschicken. Der Familie Legrand Amsberg. Wenn ich das schaffe, wird dieser Wahnsinn dann aufhören? Nein. Nein, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Quittungen für den Ankauf mehrerer Antiquitäten durch Färber & Sons. Zusammen mit den Adressen der ursprünglichen Besitzer der Gegenstände. Eine davon ist markiert. Briefe, alte Möbel und eine Spieluhr. Le Grand Amsberg Auktion. Okay, dann haben wir quasi ja schon... Dann haben wir ja jetzt schon die Spur, die uns dann höchstwahrscheinlich in Kapitel 3 führen wird.
Ah, Leute, ich will immer noch nicht. Aber warte mal, können wir uns unter dem Tisch verstecken? Oh, Gott sei Dank haben wir erstmal ein Versteck hier auf jeden Fall schon mal gefunden. Das Buch kann man nicht durchsuchen. Gehen wir erstmal hier hinter den Tresen weiter. Mhm. Ein Arztkoffer aus dem 18. Jahrhundert mit Instrumenten aus dieser Zeit. Aber wir können wir da gar nicht hinter? Doch, von hier hinten, ne? Ja, wusste ich doch. Wir verdienen gut mit diesen billigen Schlüsselanhängern und Repliken. Papa hat anfangs immer genörgelt, aber die Zahlen lügen nicht. Ich habe meinem Freund vor einiger Zeit einen dieser klassischen Romane gegeben und er ist beim Lesen eingeschlafen. Verdammt, so langweilig sind sie auch wieder nicht. Die antike Kasse passt wirklich gut zum Ambiente und jedes Mal, wenn wir sie benutzen, ist es lästig. Dieser Schalter öffnet die Tür zum Ausstellungsraum, aber ich brauche einen Hebel, um ihn umzulegen. Was ist das eigentlich für ein Knistern da im Hintergrund? Ja, furchtbar. Gut, das haben wir hier unten quasi schon durchgeguckt. Jetzt müssen wir nochmal in den hinteren Teil des Raums und dann müssen wir noch nach oben die Treppe hoch. Und dann können wir mal drüber nachdenken, durch welche Türen wir eventuell gehen. Wir sind in diesem Raum auf jeden Fall schon mal auf alle möglichen Angriffe vorbereitet. Ja, Türen schließen können wir ja sowieso und zum Verstecken haben wir auch was. Kunstgeschichtsbücher, die von Griechenland bis hin zu den Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts reichen. Ich habe einige davon durchgeblättert, aber das ist eher was für meinen Vater. Was ist das hier? Hallo? Ja gut, dann durchsuchen wir das. Galerie. Tür geschlossen. Fangen Sie am Schalter nach, bevor Sie eintreten. Ah, da ist noch was. Hier bewahren wir Kopien von internationalen Verträgen auf. Es gibt sogar einen Vertrag von Paris, der 1815 nach der Schlacht von Waterloo unterzeichnet wurde. Hier ist schon ein bisschen cool. Diese Schneiderpuppe hat meiner Mutter gehört. Sie ist die einzige Person in unserer Familie, die gut nähen konnte. Hey, was macht meine Gitarre hier? Das weiß ich doch nicht. Warum fragst du mich das? Ich weiß nicht, wer dieses riesige Ding... Herumschleppen möchte ich, höre Schritte. Leute, ich höre Schritte. Den Leuten fallen die verrücktesten Geschichten über den Ursprung dieses Fernglases ein. Beruhigt euch, Leute, es ist nur Deko. Der Typ, der es uns verkauft hat, hat versucht, mich zu überzeugen, dass es in der Schlacht von Balaklava dabei war. Ja, also. Ich würde die Kinder so gerne erschrecken, wenn sie jedes Mal mit ihren Eltern hierher kommen. Wie ein Rudel wilder Wölfe herumrennen. Ja, kannst du ja gerne machen. Der Laden ist ein einziges Chaos. Wir haben hunderte von nicht kategorisierten und nicht katalogisierten Artikeln und es werden immer mehr. Diese hässliche alte Schachtel eignet sich nicht dazu, diese Vasen zur Schau zu stellen. Hier, da hinten ist das Büro oder irgendwas, ne? Oh Gott, ich bin mit diesem Raum hier schon völlig überfordert. Diese mittelalterliche Rüstung hat so viel Arbeit gekostet, dass man sie fast als zeitgenössisch bezeichnen könnte. Damals gehörte sie einem Herzog. Diese ledergebundenen Notizbücher sind mehr Andenken als sonst etwas. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, wir haben den Raum, ne? Wir haben da unten zwei Aufgaben. Ja gut, wir müssten das Treppchen nochmal hoch. Aber ich würde einfach mal sagen, wir stellen uns jetzt neben den Tisch, hinter dem wir uns verstecken können.
Und da verkriechen wir uns dann bis zur nächsten Folge. Was haltet ihr davon? Ja, ich muss nur noch ein bisschen mich in diesem Raum auch mal zurechtfinden, weil sonst sind wir ganz schnell am Arsch hier. Wenn es denn an harter Fahrt kommt, weil das Navigieren ist nicht unbedingt simpel hier. Na gut, wie gesagt, das war dann Song of Horror für heute. Heute Nacht, also für euch morgen, geht's weiter. Bis dann.